Der Erdorbit, Teil der wirtschaftlichen Infrastruktur. Die Informations-, Material- und Finanzströme der globalisierten Welt fließen über den Weltraum. Die Menschheit ist abhängig von den Satelliten im All. Seit Beginn der Raumfahrt ist der Erdorbit auch Einsatzort für militärische Systeme. Und die Großmächte bauen ihre Fähigkeiten aus. Der erdnahe Raum wird aufgerüstet. Militär im All. Worum geht's eigentlich dabei? Nun zunächst, worum es nicht geht. Es geht nicht darum, Bomben im Weltraum zu stationieren, die dann auf die Erde geworfen werden. Es geht um den Schutz von Vermögenswerten im Weltraum, zum Beispiel Erdbeobachtungssatelliten oder Navigationssatelliten und Kommunikationssatelliten. Denn das ist inzwischen eine kritische Infrastruktur. Stellen Sie sich mal vor, das Navi würde ausfallen. Da würde inzwischen einiges nicht mehr auf der Welt funktionieren. Und das ist der Grund, warum die USA vor kurzem ihre eigene neue Waffengattung, die sogenannte Space Force, gegründet haben. Und ihre Soldaten nennen sie Guardians, auf gut Deutsch Beschützer. Und das sind keine Beschützer, die im Weltraum Astronauten sind, sondern die sind schön auf der Erde und beobachten vom Boden aus alles, was da oben passiert. Und dazu haben sie sogar ein eigenes, unbemanntes, Shuttle-ähnliches Raumschiff, die sogenannte X-37B. 17. Mai 2020, Cape Canaveral. Im Auftrag der United States Space Force startet eine Atlas V in Richtung Erdorbit. Die Rakete transportiert eine X-37B ins All. Ein als OTV, Orbital Test Vehicle, bezeichnetes Raumschiff, das ursprünglich von der NASA entwickelt wurde. Mindestens zwei dieser unbemannten Mini-Shuttles fliegen regelmäßig mit militärischen oder geheimdienstlichen Aufträgen in den Weltraum. 20 Minuten nach dem Start erreicht das Raumschiff den Erdorbit. Der Zweck der Mission streng geheim. Man kann allerdings Rückschlüsse darüber ziehen, was tatsächlich durchgeführt und gemacht werden kann und soll. Insbesondere das Aussetzen von unterschiedlichen Objekten, aber auch Experimente unter Schwerelosigkeit. Die USA ist da einigermaßen transparent, wenn es um die oberflächliche Beschreibung von Aktivitäten geht. Aber grundsätzlich wissen wir nicht, was tatsächlich genau dort passiert. Die X-37B ist rund 9 Meter lang, 5 Tonnen schwer und kann bis zu 250 Kilogramm Nutzlast in den Erdorbit transportieren oder zur Erde zurückbringen. Experimente, einen Kleinsatelliten oder mehrere Minisatelliten. Die geheimnisvollen Raumschiffe können mehr als 2 Jahre im Weltraum bleiben, bevor sie autonom zur Erde zurückkehren. Über ihre Missionen kann nur spekuliert werden, wie über fast alle militärischen Objekte im All. Man kann Satelliten bedrohen, man kann Satelliten abschießen, Satelliten können sich untereinander abschießen. Wir sind aber noch weit davon entfernt, zum Beispiel einen Laser im All zu installieren, mit dem man nennenswerte Schäden auf der Erde erzeugen kann. Also so eine Waffe zu installieren, wie man es vielleicht aus James-Bond-Filmen oder so kennt, da sind wir noch weit davon entfernt. Die militärische und wirtschaftliche Infrastruktur des eigenen Landes zu sichern, das ist mittlerweile eine der Hauptaufgaben von Streitkräften weltweit. Im Jahr 2019 gründen die USA mit der United States Space Force eine neue Teilstreitkraft. Die Amerikaner unterstreichen damit auch ihren Status als Weltraummacht. Space Force ist natürlich spektakulär, deswegen hat es auch für Aufsehen gesorgt. Aber es war eigentlich nur eine konsequente Weiterentwicklung. Diese Space Force, hervorgegangen aus dem Space Command, hat natürlich die grundsätzlichen Aufgaben einer, wie soll man sagen, Waffengattung oder eines besonderen Bereiches des Militärs. 26. April 2021. Eine Delta IV Heavy schießt für den US-Militärnachrichtendienst NRO einen Aufklärungssatelliten in eine polare Erdumlaufbahn. Die US-Geheimdienste betreiben ihre Spionagesatelliten unabhängig von der neu aufgestellten US Space Force. Zu den Aufgaben der Space Force gehört allerdings der Schutz der militärischen, der geheimdienstlichen und auch der zivilen amerikanischen Weltrauminfrastruktur.
Mit der Kommerzialisierung der Raumfahrt hat sich die Zahl der Objekte im Orbit vervielfacht. Satelliten sind leicht erfassbare Ziele und die Kommunikation mit ihnen ist weitestgehend ungeschützt. Das zwingt die Nationen weltweit, ganz neu über Weltraumsicherheit nachzudenken. Weltraumsicherheit wird tatsächlich immer relevanter. Wenn wir uns überlegen, wie sehr wir als Gesellschaft bereits von der, ich nenne sie wirklich mal, kritische Infrastruktur im Weltraum abhängen, dann muss uns ein großes Anliegen sein, dass diese kritische Infrastruktur auch sicher betrieben werden kann. Dass es also weder durch Unfälle, Zwischenfälle oder gar durch absichtliches Handeln von anderen Akteuren zu Einschränkungen in den Diensten kommt, die wir aus und durch den Weltraum in Anspruch nehmen. Seit der Eroberung des Weltraums nutzen Militärs den Erdorbit. Zu Beginn war Raumfahrt vor allem eine Angelegenheit der beiden Supermächte Sowjetunion und USA. Der Schritt ins All war Teil des Wettrüstens im Kalten Krieg. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion waren die beiden Machtblöcke verantwortlich für 93% aller Satellitenstarts. Und ein gutes Drittel davon waren militärische Objekte. Selbst die zivilen Erdbeobachtungssatelliten sammelten nebenher Daten für die Militärs und natürlich für die jeweiligen Geheimdienste. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Mittlerweile ist jede moderne Armee auf Satellitendaten angewiesen. Im März 2021 hält Frankreich das weltweit erste große Weltraummanöver ab. Bei der fiktiven Abwehr eines Angriffs im All beteiligten sich auch die US Space Force und das deutsche Weltraumkommando. Im Rückblick ist es so, dass die 50er und 60er Jahre geprägt waren durch den Bau von Interkontinentalraketen. Dann kam der Kalte Krieg und selbst die zivile Raumfahrt rekrutierte ihre Astronauten aus dem Militär. Und dann später in den 70er und 80er Jahren ging es mehr in die Beobachtung des Gegners. Dort bauten dann die Russen ihre militärischen Raumstationen und die Amerikaner ihr Shuttle, was ja auch militärisch genutzt wurde. Zusammenfassend kann man sagen, diese ganzen Technologien dienten auch zur Demonstration technologischer Stärke. Nahtlos ging der Zweite Weltkrieg in einen Kalten Krieg zwischen Ost und West über. Das erste von Menschen erschaffene Objekt, das den Weltraum erreichte, war die deutsche Artillerierakete A4, von der Nazi-Propaganda V2 genannt. Das V stand dabei für Vergeltungswaffe. Ab 1944 trugen diese Raketen Tod und Zerstörung vor allem nach London. Bei Teststarts flogen sie aber auch bis ins All. Diese Raketen und deutsche Wissenschaftler bildeten das Fundament der amerikanischen Nachkriegsraketenentwicklung. Die weltraumfähige Großrakete Nazi-Deutschlands war genauso Kriegsbeute wie deren Konstrukteure. Das US-amerikanische Raketenprogramm wurde von Wernher von Braun geleitet, dem Chefentwickler der A4. Von Braun und sein Team arbeiteten vorrangig an der Saturn V, der Mondrakete. Auch die Sowjetunion sammelte nach dem Krieg deutsche Wissenschaftler und ihr Wissen ein. Das russische Raumprogramm unterstand dem Flugzeugkonstrukteur Sergei Koroljow. Koroljows Arbeit düpiert die Amerikaner. Am 4. Oktober 1957 schießen die Sowjets mit Sputnik 1 den ersten künstlichen Satelliten in eine Erdumlaufbahn. Dieser Sputnik-Schock ist der Beginn des Wettlaufs und damit auch des Wettrüstens im All. Unmittelbar nach dem Start des Sputnik-Satelliten begann ja die Aufrüstung. Fast ja im gleichen Jahr sogar wurden die ersten Interkontinentalraketen gestartet, sowohl von den Vereinigten Staaten als auch von Russland. Und es begann dieser Wettlauf. Die Atombombe bestimmt den Kalten Krieg zwischen Ost und West. Mit der Entwicklung von durch den erdnahen Weltraum fliegenden Trägersystemen erreicht die nukleare Bedrohung Mitte der 1950er Jahre eine ganz neue Qualität. Der Atomtod ist plötzlich greifbar nahe, in Ost und West. Der militärische Aspekt des Wettlaufs ins All wird immer deutlicher.
Jeder Vorsprung auf der einen Seite bedeutete, dass der andere befürchten musste, dass hier auch ein strategischer Vorteil für die andere Seite damit verbunden ist. Es war ja auch letzten Endes immer eine Frage, welche Ideologie ist die leistungsfähigere? In den USA arbeiten die Teilstreitkräfte Navy, Army und Air Force zunächst an ihren ganz eigenen Raketenprojekten und zersplittern so die vorhandenen Ressourcen. Im prestigeträchtigen Wettlauf ins All liegen die Amerikaner weit zurück. Erst mit dem Aufbau der zivilen Raumfahrtbehörde NASA und der parallel geschaffenen militärischen Forschungsbehörde DARPA bündeln die USA ihre Mittel und reagieren so auf den tiefsitzenden Schrecken, den Sputnik in der Politik hinterlassen hatte. Als die Amerikaner dann im Jahre 1958 die NASA gegründet haben, haben sie eben gleichzeitig auch die DARPA gegründet. Und diese beiden Einrichtungen haben sehr viele gemeinsame Projekte gemacht. Das vielleicht interessanteste davon war die berühmte X-15, ein raketenangetriebener Jet. Und der hatte so viel Power, dass er die Piloten in den Weltraum bringen konnte. Unter dem Flügel eines umgebauten B-52-Bombers hängt die wohl spektakulärste Maschine, die die US Air Force und die NASA je im Einsatz hatten. Das Experimentalflugzeug X-15. Ein von der US-Waffenschmiede North American Aviation entwickeltes raketengetriebenes Experimentalflugzeug. Die aus Titan gefertigte X-15 ist ein streng geheimer Technologieträger, der bis an den Rand der Atmosphäre und noch höher fliegen soll. Die X-15 war als bemannter Hyperschallflugkörper konzipiert. Das bedeutet, dass sie mehr als die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen sollte. Sie war kein richtiges Flugzeug mehr und noch nicht ganz Rakete. Geschwindigkeits- und Höhenrekorde sollte sie brechen und den ersten Menschen, einen Amerikaner, ins All tragen. North American Aviation skizzierte bereits die als reines Raumschiff konzipierte X-15B. Sie sollte dann den Erdorbit erreichen. Doch der Sputnik-Schock durchkreuzte die Pläne der Ingenieure. Es blieb keine Zeit mehr für eine Weiterentwicklung. Mit einer verfügbaren Rakete wollten die Amerikaner nun so schnell wie möglich als erster einen Menschen ins All schießen. Unter dem Projektnamen Mercury übernahm die NASA die Aufgabe. Falls die Sowjets das Weltall kontrollieren, dann können sie die Erde kontrollieren, so John F. Kennedy. Die Zeit drängte. Der Navy-Pilot und NASA-Astronaut Alan Shepard soll für die Wissenschaft, aber vor allem für Amerika, als erster das All erreichen. So der Plan. Doch der amerikanische Traum zerplatzt am 12. April 1961. Knapp drei Wochen vor dem ersten bemannten Raumflug der USA fliegt der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin ins All. In seinem Raumschiff Vostok 1 umkreist er einmal den Planeten und kehrt sicher auf russischen Boden zurück. Eine weitere Niederlage der Amerikaner beim Wettlauf ins All. Gagarins erfolgreicher Flug ist eine Katastrophe für den kapitalistischen Westen und ein enormer Erfolg für die Sowjetunion. Präsident Kennedy erklärt nun ein neues und weit ehrgeizigeres Ziel: die Landung des ersten Menschen auf dem Mond. 19. Juli 1963. Joe Walker zwängt sich in einen Raumanzug. Der Air Force-Pilot gehört offiziell zur NASA und ist dem X-15-Projekt zugeteilt. Ungerührt von den Entwicklungen rund um die Mercury-Raumflüge der NASA, fliegen die Testpiloten die Höllenmaschine zu immer neuen Rekorden. Die Heimat des X-15-Programms ist die in der kalifornischen Mojave-Wüste gelegene Edwards Air Force Base. Der dazugehörende Rogers Dry Lake mit seiner wie glatt polierten Oberfläche bietet optimale Testbedingungen. Von dem Versuchsflugzeug gibt es drei Exemplare. Angetrieben werden sie von einem regelbaren Flüssigtreibstoff-Raketenmotor mit etwa 300 Tonnen Schub. Die X-15 kann nicht aus eigener Kraft abheben. Umgebaute B-52-Bomber dienen deswegen als Trägerflugzeug.
Joe Walker hat mit der X-15 bereits einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. 6.605 Stundenkilometer, knapp sechsfache Schallgeschwindigkeit. Den übertrifft im Oktober 1967 der Air Force-Pilot Pete Knight. Mit 7.274 Kilometern pro Stunde halten er und die X-15 bis heute den Geschwindigkeitsrekord für bemannte Flugzeuge. Auf knapp 14.000 Meter Höhe schleppt der B-52-Bomber die X-15. Dann wird das Flugzeug ausgeklinkt und Joe Walker zündet den Raketenantrieb. Die Maschine beschleunigt auf knapp sechsfache Schallgeschwindigkeit. Die X-15 trägt Joe Walker an diesem Tag auf 106.000 Meter Höhe. Damit hat er die Grenze zum Weltraum überschritten. Joe Walker wird mit diesem Flug zum Astronauten. Der Test soll beweisen, dass ein von einem Piloten gesteuertes Flugzeug den Weltraum erreichen und von dort zur Erde zurückkehren kann. Kennedys zivilem Mondprogramm fällt dann nicht nur das X-15B-Raumschiff zum Opfer, auch die Arbeit am Dynasoar, auch X-20 genannt, wird eingestellt. Die US Air Force arbeitete hier an einem militärischen Raumgleiter, der als Satellitentransporter, Fernaufklärer und Bomber dienen sollte. Das Ansteuern und Zerstören gegnerischer Satelliten stand zusätzlich im Lastenheft des geplanten Militärraumschiffs. 1963 legen die Amerikaner das X-20-Projekt, an dem die NASA mitbeteiligt ist, endgültig auf Eis. Mit der MiG-105 Spiral forschen auch die Sowjets an einem militärischen Raumgleiter. Doch auch dieses Projekt wird frühzeitig eingestellt. Neben dem zivilen Weltraumprogramm arbeiten die Amerikaner allerdings fieberhaft an immer neuen Spionagesatelliten. Sie sollen einen detaillierten Blick hinter den eisernen Vorhang garantieren. Auch eine im All stationierte Spionagestation auf Basis von Saturn V-Rakete und Gemini-Kapsel ist in der Entwicklung. Die als MOL, Manned Orbiting Laboratory, bezeichnete Raumstation wurde offiziell als Versuchslabor ausgegeben. In Wahrheit sollte die Sowjetunion ausspioniert werden. Als Besatzung wurden US-Militärpiloten zu Astronauten ausgebildet. 1969 wurde dann auch dieses Air Force-Projekt eingestellt. Das Spionagelabor hat die Erde nie verlassen. Es gab nur einen Teststart mit einem Modell. Die 7 MOL-Astronauten wurden der NASA überstellt und flogen später im, auch militärisch genutzten, Space Shuttle-Programm. Die Landung der Amerikaner auf dem Mond im Juli 1969 bedeutet dann den Höhepunkt und gleichzeitig auch das Ende des Wettlaufs ins All. Auf den für die bemannte Raumfahrt entwickelten Systemen basieren auch die Interkontinentalraketen. Innerhalb einer knappen halben Stunde können sie nun Atombomben zum Gegner tragen. Es war die Strategie der massiven Vergeltung. Das bedeutete, wenn eine Seite, also nehmen wir mal an, Russland würde die Vereinigten Staaten angreifen, dann wären die Vereinigten Staaten immer noch in der Lage, auch Russland zu zerstören. Also vereinfacht gesagt, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Bereits Ende der 1950er Jahre ist den beiden Supermächten klar, dass sie ein ungeschütztes Ziel für die atomar bestückten Raketen der Gegenseite bieten. In Ost und West entstehen riesige Radaranlagen, nur zu dem einen Zweck. Einen möglichen Angriff frühzeitig aufzuklären. Die USA installieren ein Weltraumüberwachungssystem. Start- und Flugbahn feindlicher Interkontinentalraketen sollen durch Antennen am Boden und mit Satelliten im All erfasst werden. Einen Angriff können diese Systeme nicht abwehren. Sie dienen dazu, möglichst früh den Gegenschlag auszulösen. Die Amerikaner hatten ihre Interkontinentalraketen und die Russen die ihren und sie bedrohten sich gegenseitig.
Was sollte man da machen? Da kam einer auf die Idee und sagte, wir erschlagen jetzt einfach die Russen mit Hightech, sodass sie sich überhaupt nicht mehr rühren können und gegen die sie gar nichts mehr machen können. Zum Beispiel Hypergeschwindigkeitsschienenkanonen vom Boden aus, sogenannte Railguns, oder Röntgenlaser im Weltraum. Was er nicht bedacht hatte, war, das hat so viel Geld gekostet und hat nicht richtig funktioniert, sodass sie das ganze Projekt schon nach wenigen Jahren wieder beenden mussten. Die Angst vor der stetig wachsenden atomaren Bedrohung veranlasst den seit 1981 regierenden US-Präsidenten Ronald Reagan zu einer drastischen Erhöhung des Einsatzes. Er treibt den eigenen Militärhaushalt in schwindelerregende Höhe. Einen Teil davon steckt er in ein von ihm ersonnenes Raketenabwehrprogramm, besser bekannt unter dem Namen SDI oder auch Star Wars. Stolz verkündet der ehemalige Hollywood-Schauspieler den Startschuss für seine ganz eigene Vorstellung nationaler Verteidigung. Wie wäre es, wenn freie Menschen in dem Wissen leben, dass ihre Sicherheit nicht auf der Drohung einer Vergeltung eines sowjetischen Angriffs beruht, sondern dass wir ballistische Raketen abfangen könnten, bevor sie unseren Boden oder den unserer Verbündeten erreichen? Das System sollte anfliegende sowjetische Atomraketen zerstören und so der amerikanischen Bevölkerung endlich ein Gefühl der Sicherheit schenken und ihrem Präsidenten einen ruhigen Schlaf. Laserkampfstationen im All und Strahlenwaffen zur Raketenabwehr, der Wunsch des Kalten Kriegers Reagan. Es kann doch nicht sein, dass wir unsere Sicherheit auf dem Prinzip Vergeltung aufbauen. Also nachdem bereits wir angegriffen wurden und erheblichen Schaden erlitten haben, vergelten wir. Das kann es doch nicht sein. Es ist doch viel vernünftiger und auch sicherer, wenn wir in der Lage sind, überhaupt den Angriff abzuwehren. Das war die Logik, Ronald Reagans Logik. Auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs reagiert man geschockt und empört. Der damalige Kreml-Chef Andropow bezeichnet das Programm als verrückt. Auch die europäischen Verbündeten sind über den amerikanischen Alleingang nicht erfreut. Durch die Geografie der NATO zur damaligen Zeit, wie wir es vor dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs gekannt haben, es ist sehr, sehr schwierig, eine Verteidigung aufzubauen, die allen NATO-Partnern die gleiche Sicherheit bietet. Der Raketenschild hätte das Ende des atomaren Gleichgewichts bedeutet. Und Reagans Verbündete in Europa wären durch nichts geschützt gewesen. Zu dem Programm gehörten eine Reihe umfangreicher Forschungsprojekte. So sollte eine Kombination aus Land-, See-, Luft- und weltraumgestützten Waffensystemen die sowjetischen Interkontinentalraketen abfangen. Man muss sich das ja noch mal die Zeit vor Augen führen. Das war so 1983, da hat er die ersten Ideen präsentiert. Ich glaube, da war man noch unter dem Eindruck der Star-Wars-Filme. Also ich glaube, man hat wohl geglaubt, auch das kann ja nicht so weit weg sein. Zum damaligen Zeitpunkt war das völlig utopisch von der Laserleistung, die zur Verfügung stand, auch von der logistischen Leistung war das wirklich völlig utopisch. Heute ist es schon so, dass man heute mit Lasern sehr wohl auf eine bestimmte Entfernung Metall einfach zerstören kann. Das geht. Also theoretisch ist es so, dass man das heute schon könnte. Das größte Problem ist aber immer noch ungelöst. Man muss immer diese Energiequelle noch mit in eine Umlaufbahn bringen, um wirklich den Laser dann so zu betreiben, dass man damit größere Schäden anrichten kann. Als Antwort auf den amerikanischen Schutzschild entwickeln die Russen Polyus, eine 77 Tonnen schwere Weltraumkampfstation, die mit einem Laser amerikanische Raketen bekämpfen soll. Und noch mehr, Polyus soll auch die Möglichkeit besitzen, atomare Sprengköpfe abzuwerfen. Das Projekt scheitert. Der unbewaffnete Prototyp verfehlt die Umlaufbahn und verglüht im Mai 1987 über dem Pazifik.
Der zwei Jahre zuvor an die Macht gekommene Michail Gorbatschow sieht in dem kostspieligen Wettrüsten im All einen weiteren Grund, die wirtschaftlich schwer angeschlagene Sowjetunion grundlegenden Reformen zu unterziehen. Eine Politik, die schließlich zum Ende des sowjetischen Imperiums führt. Eine wichtige Aufgabe der US Space Force ist das Führen eines Satellitenkatalogs. Die begannen damit in den 60er Jahren als Reaktion auf die russischen Interkontinentalraketen. Und Satellit bedeutet nicht nur alle funktionierenden Satelliten da oben, sondern alle Teile, die um die Erde kreisen, also einschließlich aller Weltraummüllteile. Und das Schöne ist, da kann jeder reinschauen. Was da natürlich nicht drin steht, sind die geheimen Objekte der Amerikaner. Und das wiederum ist der Grund dafür, dass jede Weltraumnation, einschließlich der ESA, ihren eigenen Katalog führt. Jeder Eintrag in diesen Katalogen bedeutet, dass man die Bahn eines Müllteils sehr genau kennt. Und das wiederum bedeutet, dass man mögliche Kollisionen mit richtigen Satelliten sehr gut vorherberechnen kann. Daher sind diese Kataloge ein wichtiges Element zum Schutz der internationalen Weltrauminfrastruktur. Der erdnahe Weltraum ist hochkommerzialisiert. Und unten auf der Erde eskaliert der Wettbewerb um wirtschaftliche Macht und politischen Einfluss zwischen Ost und West. Dazu gesellen sich private, global agierende Konzerne. Und alle sind angewiesen auf die Datenströme der Satelliten im All. Man ist sich, glaube ich, gar nicht bewusst, wie sehr wir von präzisen Zeitsignalen heute abhängig sind. Die übrigens von einem Navigationssystem, das auch auf diesen Zeitsignalen beruht, ausgesandt werden und global verwendet werden, um zum Beispiel Banküberweisungen zu machen. Oder um die sorgfältig austarierten Stromnetze dann entsprechend zu steuern. Da brauchen Sie ein sehr präzises Zeitsignal. Das liefert unter anderem das GPS oder das Galileo oder auch ein anderes Navigationssystem. Und wenn wir das nicht haben, dann kriegen wir auf dem Boden massive Schwierigkeiten. Auch Deutschland hat ein eigenes Weltraumkommando. Die im nordrhein-westfälischen Uedem stationierte Einheit soll die eigene Handlungsfähigkeit im Erdorbit sichern. Was geht im Weltraum, in dem für uns interessanten Teil des Weltraums überhaupt vor? Wer agiert dort? Wie sieht die Lage aus, was Weltraumschrott zum Beispiel angeht? Welchen Zweck, mit welchem Auftrag sind Satelliten von allen möglichen Akteuren dort unterwegs? Und wie schützen wir unsere eigenen Satelliten am besten? Und natürlich die militärische Überlegung, falls es zu einer Konfliktsituation oder krisenhaften Situation kommt. Die Aktivitäten im All werden permanent überwacht. Die zahlreichen Objekte im Erdorbit stellen eine große Herausforderung für die Weltraumsicherheit dar. Dabei geht es nicht nur um militärische Aspekte. Eine der größten Bedrohungen ist der Müll, der um die Erde kreist. Etwa 20.000 Objekte in einer Größe von über 10 Zentimetern bewegen sich im Erdorbit. Das meiste davon ist Weltraumschrott. Tote Satelliten, Reste von Raketen und Trümmer aus Kollisionen. Das alles und noch mehr steht auch unter der Beobachtung des deutschen Weltraumkommandos. Das eine ist die Weltraumüberwachung. Das bedeutet, zunächst mal die Position eines Objektes festzustellen. Dann die Weltraumaufklärung identifiziert, das ist das Objekt, was ist das? Ist es ein aktiver Satellit? Wofür ist er möglicherweise da und wie verhält er sich? Der dritte große Komplex, den wir hier haben, ist das Weltraumwetter, sprich die Einflüsse, die die Sonne auf diese Architektur hier nimmt. Ein Phänomen, das wir nicht unter Kontrolle haben, dessen Auswirkungen wir aber mit berücksichtigen müssen. Bei Eruptionen schleudert unsere Sonne ungeheure Massen von Teilchen von sich. Protonen, die in Richtung Erde jagen. Diese harte Strahlung kann Satelliten beschädigen. Bei einer zu erwartenden Gefahr werden die Betreiber vorgewarnt, damit sie ihre Satelliten so ausrichten, dass sie möglichst wenig Angriffsfläche bieten. Auch sogenannte Wiedereintrittsereignisse werden beobachtet und bei Bedarf eine Warnung ausgegeben. Dabei besteht kaum die Gefahr, dass eigene Truppen oder Einrichtungen direkt gefährdet sind.
Doch die Himmelserscheinung verglühender Körper könnte zu falschen Rückschlüssen am Boden führen. Mit am wichtigsten ist das Verhindern von Crashs im All. Immer wieder befinden sich Satelliten auf Kollisionskurs. Durch den Erdorbit rasende Trümmerteile und tote Satelliten bilden eine permanente Gefahr. Und auch Angriffe auf eigene Satelliten sollen erkannt und fremde Raumfahrtaktivitäten überwacht und bewertet werden. Hier eine exemplarische Darstellung einer solchen Begegnung zweier Objekte im erdnahen Raum mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit, wo sich die beiden Objekte mathematisch befinden anhand der Daten, die wir vorher zur Verfügung gestellt bekommen haben. Mit abnehmender Wahrscheinlichkeit nach außen. Das bedeutet, beide Objekte könnten sich relativ weit voneinander wegbefinden, dann droht keine Kollision. Es wäre aber auch möglich, dass sich beide Objekte genau hier befinden. Wir bewegen uns also in einem Bereich von mathematischer Genauigkeit oder Ungenauigkeit und einem Bereich von Risikomanagement, wo irgendwann eine Entscheidung zu treffen ist, ist es erforderlich, ein Ausweichmanöver zu fliegen. Für mehr Sicherheit im Orbit soll auch das deutsche Weltraumradar GESTRA sorgen. Ein solch nationales System garantiert Unabhängigkeit von anderen Nationen. Das hochkomplexe Radar erkundet den erdnahen Orbit bis in eine Höhe von etwa 3000 Kilometern und erfasst Daten für ein aktuelles Weltraumlagebild. Die von GESTRA gewonnenen Daten werden vom deutschen Weltraumkommando in Uedem gesammelt und ausgewertet. Sie fließen in die tägliche Beurteilung der Weltraumlage mit ein. Eines der leistungsfähigsten Radarsysteme zur Weltraumbeobachtung steht in der Nähe von Bonn, TIRA, eine Abkürzung für Tracking and Imaging Radar, verfolgen und abbilden. Ursprünglich erbaut als Frühwarnsystem, kann TIRA besonders gut einzelne Objekte im All beobachten. Das Radar wird stetig weiterentwickelt und ist auf modernstem Stand. Wenn man ganz genau hinsehen möchte, kommt TIRA zum Einsatz. Grundsätzlich kann man schon mal sich die Form dieses Satelliten anschauen. Wie groß sind die Sonnensegel? Welche Strukturen kann man an der Oberfläche dieses Satelliten erkennen? Welche Antennen hat dieser Satellit zum Beispiel? Wohin sind sie ausgerichtet? All das sind Dinge, die man dann in die Bewertung einbeziehen kann. Solche Dinge kann man mit einem sehr weit entwickelten Radar durchaus erkennen. Im Auftrag des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, wurde GESTRA vom Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik entwickelt und gebaut. Es besteht aus 256 einzeln gesteuerten Antennen und Empfangseinheiten. Wir setzen hier neue Technologien ein. Wir versuchen, das Ganze zu miniaturisieren. Und wir haben natürlich schon in der Perspektive Pläne, dieses System auch zu erweitern auf mehrere Sender und Empfänger, sodass wir multistatische Messungen ermöglichen. Multistatisch in diesem Fall bedeutet, wir gucken nicht nur aus einer Perspektive auf den Himmel und auf Objektbahnen, sondern aus verschiedenen Perspektiven. Zur Verteidigungs- und Operationsplanung setzt die deutsche Bundeswehr im Erdorbit kreisende Aufklärer ein. 5 SAR-Lupe genannte Radarsatelliten beobachten für die Militärs die Erdoberfläche. Selbst nachts und durch eine geschlossene Wolkendecke hindurch. Die Bundeswehr-Satelliten erkennen Gegenstände mit einer Auflösung von geschätzt einem halben Meter, vielleicht sogar weniger. Das Nachfolgesystem SARA mit 3 Satelliten soll noch präzisere Daten liefern. Der Einsatz militärischer Satelliten hängt entscheidend davon ab, was man denn eigentlich beobachten möchte. Wenn es um Interkontinentalraketen geht, braucht man mehr einen Überblick über die Erde. Und das macht man am besten aus dem sogenannten geostationären Orbit in 36.000 Kilometer Entfernung. Wenn ich aber Details sehen möchte, also einen Spionagesatelliten betreiben möchte, dann muss ich ganz nah an die Erde rangehen, in etwa 400 bis 500 Kilometer Höhe. Die amerikanischen Spionagesatelliten heißen seit jeher Keyhole-Satelliten, auf gut Deutsch Schlüsselloch-Satelliten, und befinden sich inzwischen in der 13. Generation. Eine Aufnahme solch eines Keyhole-Satelliten twitterte im September 2019 US-Präsident Trump. Das Foto zeigt in großer Detailschärfe eine durch einen Raketenfehlstart zerstörte Anlage im Iran.
Solche Aufnahmen sind normalerweise streng geheim. Das war natürlich bewusst lanciert, aber es war gleichzeitig natürlich auch ein bestimmtes Renommieren mit den eigenen Fähigkeiten. Es war natürlich schon beeindruckend, auch für die Experten, die mehr oder weniger gesagt haben, ist das wirklich ein Satellitenfoto, ist das eine Drohne, ist das ein hochfliegendes Flugzeug, das diese Aufnahme gemacht hat. Und das zeigt natürlich schon, wie beeindruckend auch die Fähigkeit der optischen Aufklärung von amerikanischen militärischen Satelliten ist. Trumps Foto stammt wahrscheinlich von einem Aufklärer der KH-11 Canon-Serie. Ein hochauflösendes optisches Teleskop, ähnlich dem Hubble-Weltraumteleskop, nur auf die Erde ausgerichtet. Der Blick aus dem Erdorbit auf den vermeintlichen Feind ist für die Militärs die wohl wichtigste Errungenschaft der Weltraumfahrt. Die ersten reinen US-Aufklärungssatelliten wurden ab 1959 ins All geschossen. Sie alle nutzten optische Kameras. Der größte dieser frühen Himmelsspione war Keyhole 9, Hexagon, auch Big Bird genannt. Seine Kameras erreichten eine Auflösung von 60 cm am Boden. Die Bilder konnten damals noch nicht über Funk zum Boden übermittelt werden. Und so befanden sich an Bord mehrere Wiedereintrittskapseln, mit denen die belichteten Filme zum Boden geschickt wurden. Nach dem Wiedereintritt über dem Pazifik hingen die Kapseln an Fallschirmen. Sie wurden durch eine auf Hawaii stationierte fliegende Spezialeinheit in der Luft aufgefangen. Ein kompliziertes und zeitaufwendiges Verfahren, das so aber bis 1986 angewendet wurde. Entwickelt wurden die Filmrollen dann in Washington, wo Spezialisten sie auswerteten. Millionen von Fotos ermöglichten den US-Geheimdiensten einen detaillierten Blick ins Feindesland, wohlwissend, dass die Sowjetunion das Gleiche tat. Rein militärisch gesehen wird damit natürlich zum einen die Militärkapazität möglicher Gegner ausgespäht. Zum anderen werden natürlich auch die unterschiedlichen Terrains, auf denen man sich befindet, betrachtet und klassifiziert. Und es gibt natürlich dann auch die reine Spionage sozusagen, die sehr schnell und konkret reagiert auf unterschiedliche entweder Gefahrenlagen oder in anderen Ländern, wo es aus unserer Sicht kritische und militärisch relevante Aktivitäten gibt. Satelliten werden auch als sogenannte Dual-Use-Objekte eingesetzt. Ihre Daten werden militärisch und zivil genutzt. Ein Beispiel ist das US-amerikanische GPS-Navigationssystem. Die Daten des militärischen Projekts werden von zahlreichen zivilen Anbietern für ihre Anwendungen verwendet. Auf der anderen Seite sammeln Militärs auch die Daten ziviler Erdbeobachtungssatelliten und werten diese aus. Hierbei geht es weniger darum, eine aktuelle Lage aufzuklären, sondern ein detailliertes Bild über Gelände, Bodenbeschaffenheit oder auch langfristige Veränderungen des Terrains zu gewinnen. Mittlerweile gibt es auch private Unternehmen, die solche Daten sammeln und verkaufen. Wobei es Restriktionen bei der Auflösung gibt. Ab einer gewissen Detailschärfe sind diese Daten nicht mehr frei zugänglich. Streng geheim sind auch die verschiedenen Arten von Satelliten, die die Militärs im Erdorbit betreiben. Weltraumwaffen, die gibt's tatsächlich. Und zwar zwei unterschiedliche Typen. Das eine sind die sogenannten Space-to-Space-Waffen, also zwei Satelliten, Einheiten Laserkanone und zerstört den gegnerischen Satelliten. Und das funktioniert im Weltraum sehr gut, weil es dort oben keine Atmosphäre gibt. Und deswegen sind solche Laserwaffen sehr zielgenau. Das andere sind sogenannte Earth-to-Space-Waffen, also eine auf dem Boden stationierte Rakete zerstört einen fliegenden Satelliten. Das hört sich relativ leicht an, aber man muss bedenken, solche Satelliten fliegen mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 30.000 km pro Stunde. Sowas muss man erstmal treffen.
Einige Länder auf der Welt beherrschen inzwischen diese Technologien, aber irgendwann müssen die natürlich auch mal getestet werden. Und das werden sie. Mit einer Antisatellitenrakete vom Typ Nudol schießt Russland im November 2021 einen eigenen, ausgedienten Spionagesatelliten ab. Mindestens 1500 nachverfolgbare Fragmente produziert die russische Machtdemonstration und gefährdet so die nur etwa 50 Kilometer unter der Abschusshöhe kreisende internationale Raumstation. Die bei dem Test der Antisatellitenwaffe entstandene Trümmerwolke veranlasste die NASA zu Vorsichtsmaßnahmen. Die ISS-Besatzung bereitete sich auf eine Evakuierung vor und begab sich in die angedockten Raumkapseln. Das ist ein schwerer Eingriff in die Sicherheit der Raumfahrt, möchte ich sagen. Hier ist es so, dass wo vorher eben nur ein Objekt vorhanden war, plötzlich eine ganze Masse an Objekten vorhanden ist, die nicht nur den unmittelbaren Orbit, wie er vorher existiert hat, ja, man kann sagen verschmutzen, sondern auch eine Gefahr in den Raum gestellt wird für weitere Satelliten. Jede Kollision im Erdorbit würde weitere Trümmerwolken erzeugen. Ein Lawineneffekt. Gestaunt hat sicherlich jeder, dass man so etwas tun kann. Letztlich von der Frage, die uns ja alle gemeinsam bewegen muss, dass wir den uns gemeinsam zur Verfügung stehenden Weltraum möglichst nachhaltig nutzen wollen, da muss man ein solches Vorgehen durchaus als verantwortungslos einstufen. Der russische Test ähnelt einem chinesischen Abschuss, der im Jahr 2007 für Empörung sorgte. China zerstörte mit einer bodengestützten Rakete einen eigenen Wettersatelliten. Das Ziel befand sich in 850 Kilometern Höhe. Der Abschuss hinterließ etwa 3000 ortbare Trümmerstücke, die für lange Zeit eine Gefahr im Erdorbit sein werden. Im Frühjahr 2019 demonstrierte auch Indien seine Fähigkeit, Satelliten abzuschießen. Mit 300 Kilometern Höhe fand der Test in geringer Höhe statt. Die Trümmer verglühten so nach nur wenigen Wochen in der Atmosphäre. Der aus Sowjetzeiten stammende Kosmos 1408, den die russische Nudol-Rakete abschoss, befand sich in etwa 490 Kilometer Höhe über der Erde. Warum Russland mit seinem Test in diesem Orbit bewusst das Weltraumschrottproblem erhöhte, folgt keiner Logik. Auch die USA haben solche Abschüsse geübt. 2008 zerstörten sie den langsam abstürzenden Spionagesatelliten USA 193. Die Trümmer verglühten innerhalb eines Monats. Zum Einsatz kam eine amerikanische SM-3. Sie kann Kurz- und Mittelstreckenraketen abfangen und Satelliten außerhalb der Erdatmosphäre zerstören. Dazu trennt sich ein kinetischer Gefechtskopf vom Träger und steuert auf Kollisionskurs. USA 193 wurde bei einer Geschwindigkeit von 37.800 km pro Stunde getroffen. Wir befinden uns tatsächlich in einem Rüstungswettlauf im Weltall. Unterschiedliche Mächte versuchen, das Weltall als einen Konfliktort ebenso wie einen Ort für den Konfliktaustrag, militärischen Konfliktaustrag, Konfliktaustrag mit Waffengewalt zu sehen. Und dafür wird augenblicklich gerüstet. Rüsten im Sinne von Fähigkeiten zur Störung und sogar zur Zerstörung von Weltraumgegenständen der Gegenseite. Besonders Russland sieht den Weltraum als potenzielles Schlachtfeld an. Im Juli 2020 registrieren US-Aufklärer ein außergewöhnliches Ereignis im Erdorbit. Anscheinend hat der russische Satellit Kosmos 2543 eine Art Projektil abgeschossen. Die Amerikaner bezeichnen den Vorgang als Waffentest. Moskau weist den Vorwurf umgehend zurück. Es ist natürlich einleuchtend, dass ein Waffentest durchgeführt wurde, wenn wir die Entwicklung des militärischen russischen Programms in Betracht ziehen. Dann ist das eine leider logische Konsequenz, dass sich das auch darin ausprägt, Weltraumwaffen zu testen und dann möglicherweise auch zu stationieren. Aber wie in vielen Bereichen des Weltalls kann man nicht einfach hochgehen und nachschauen, sondern muss sich darauf verlassen, was man an Daten hat und diese Daten interpretieren.
Der Satellit, der das Objekt ins All geschossen hatte, ist kein Unbekannter. Am 26. November 2019 startet eine Soyuz-Rakete mit unbekannter Nutzlast mit unbekanntem Zweck. Im Weltraum angelangt, trennt sich ein Satellit vom Träger. Nach 11 Tagen werden aus diesem Satelliten auf einmal 2. Nur wenige Tage später nähern sich diese 2 Objekte einem US-Spionagesatelliten. Die beiden russischen Objekte verfolgen den US-Späher in einer perfekten Bahn und die Amerikaner können wenig dagegen tun. Satelliten haben die Kriegsführung grundlegend verändert. Die weltweite zielgenaue Steuerung von Drohnen und Marschflugkörpern ist ebenso abhängig von Satelliten wie die Koordination von Truppeneinsätzen und das Erfassen von Zieldaten. Das Wettrüsten im All wird begleitet durch eine Art Cyberkrieg. Die Destabilisierung durch Streuung falscher Nachrichten und einer über das Internet verbreiteten und subtil angesetzten Propaganda. Das alles eingepackt in einem Kampf um Informationen mit gezielten Angriffen auf Computer- und Kommunikationssysteme. Es ist natürlich so, dass alle Satelliten, die dort oben rumschwirren, müssen natürlich von der Erde aus gesteuert werden. Das heißt, die werden im Wesentlichen automatisch gesteuert von irgendwelchen Kontrollzentren. Und die könnte man natürlich jetzt hacken und nicht Geld von denen verlangen, damit man sozusagen die Daten wieder freigibt. Wie es, ich hätte fast gesagt, ja, Otto normal Durchschnittshacker tut, ja, der will einfach Geld haben, sondern damit dann, man könnte versuchen, diese Satelliten dann zu steuern und sie für seine eigenen Zwecke zu missbrauchen. Nicht nur US-Satelliten bekommen unerwartet ungebetenen Besuch. Auch die Amerikaner arbeiten mit Systemen, die sich Satelliten anderer Staaten nähern und diese inspizieren, vielleicht sogar zerstören können. Ein Angriff, offen oder verdeckt, auf die wirtschaftliche Infrastruktur im All hätte auf dem Boden fatale Folgen. Sie können zum Beispiel das Eisenbahnstellwerk in Maschen, das also den gesamten Verkehr regelt, schalten Sie aus. Dann bewegt sich kein Güterzug mehr und kein Personenzug. Ja? So, oder Sie legen die Stromversorgung der Stadt Hamburg lahm. Können Sie von einer Stunde zur anderen schalten Sie die aus. Oder die Wasserversorgung. Also die gesamte kritische Infrastruktur hängt heute an diesen Informationssystemen. Um die eigene Infrastruktur im Ernstfall zu erhalten, entwickeln Militärs neue Strategien. So sollen Kommunikation, Navigation oder Aufklärung nicht mehr über wenige große, sondern über viele kleine Satelliten abgewickelt werden. Redundante und damit weniger angreifbare Systeme. Wir sind derzeit auf einem sehr gefährlichen Pfad im Weltall. Die Großmächte setzen die Stabilität, die wir während der vergangenen Jahrzehnte erreicht hatten, aktiv aufs Spiel. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen unbedingt eine Anarchie im Weltraum vermeiden. Und deswegen müssen alle Staaten sich an die Regeln halten und den Weltraum als eine friedliche Dimension bewahren. Im Fall eines globalen Konfliktes ist die gegnerische Infrastruktur im All ein primäres und verwundbares Ziel. Satelliten sind gut sichtbar und ihre Umlaufbahnen bekannt. Man kann sie nicht einfach im Erdorbit verstecken. Eine Armee im Weltraum ist dafür nicht notwendig, auch wenn Schusswaffen im All nichts Neues sind. Die erste Waffe im All war die Pistole von Juri Gagarin. Nicht zum Gebrauch dort oben im Weltraum, sondern hinterher nach der Landung. Es hätte ja sein können, dass er irgendwo in der Taiga landet und sich gegen Braunbären hätte schützen müssen. Und das ist der Grund, warum bis heute auf jeder Sojus-Mission eine Pistole mit dabei ist. Allen Gerüchten zum Trotz, amerikanische Astronauten hatten nie eine Pistole mit dabei. Fassen wir nochmal Militär im All zusammen. Wir wissen, dass Chinesen, Russen und Amerikaner Satelliten besitzen, um andere Satelliten zu zerstören. Alle Nationen müssen daher ihre Infrastruktur im Weltraum schützen, insbesondere Kommunikationssatelliten und Navigationssatelliten. Darum geht es beim Militär im All.
Um ihre Satelliten zu schützen, rüsten die Großmächte im Weltraum auf. Die Sicherung der Infrastruktur im Erdorbit, aber auch die Möglichkeit, diese anzugreifen, rückt in den Fokus der Militärs. Eine Eskalation im All hätte fatale Folgen. Durch die Zerstörung von Satelliten entstehen immer mehr Trümmerteile. Eine Kettenreaktion. Und so könnte ein im All ausgetragener Konflikt auch das Ende der Raumfahrt bedeuten.